Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Meine Herren Leute, war ja eine aufregende Woche letzte Woche mit vielen Fragen meinerseits an euch. Und meine Güte, ich muss mal wieder ein dickes, fettes Lob aussprechen. Ihr habt wieder fleißig kommentiert. Ich glaube, so ziemlich alle meine Fragen wurden soweit geklärt. Und ich glaube, wir sind jetzt relativ auf einem soliden Weg, dass ich da so halbwegs gut durchkomme, würde ich mal sagen. Oder? Wir kriegen das hin, Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle noch so viel Spaß habt und mit dabei seid und dass ihr... So, alles einfach nur schön. Deswegen hier wirklich ganz, ganz dickes Lob an alle, die hier so fleißig kommentiert haben. Ich gehe dann auch mal direkt gleich wieder auf die Kommentare ein, weil wir jetzt ja eh einmal ein bisschen leveln müssen. Ihr seht ja, ich habe sehr viele Punkte angesammelt. Wir haben hier 30 Punkte, die wir jetzt noch verbrauchen können. Und da können wir, glaube ich, jetzt eben erstmal ein bisschen beigehen. So, was jetzt noch so ein wichtiges Thema war, war der Audiotor. Den hat mir der gute Chris nochmal ans Herz gelegt. Wo finde ich denn den? Ist das das Ding, was ich mit Tab öffne? Lass den Unfug. Persönlichkeit. Ist das der, das ganze Ding hier, der Audiotor oder so? Man kann nämlich irgendwo sich schön das alles angucken. Ich glaube, hier sind die Fähigkeiten. Genau, da kann ich dann auch sehen, was ich für die Fähigkeiten brauche. Ach, schaut mal. Das hier ist der Audiotor. Da haben wir zum einen unsere ganzen Stats drinne. Sehr schön. Was habe ich hier? Hier sehe ich Fähigkeiten, hier sehe ich meine Waffen und hier das mit den Fähigkeiten. Das ist natürlich das, was interessant ist. Hier können wir die ganze Zeit nämlich gucken, was es alles gibt und wie wir das Ganze dann lernen können und was uns das bringt. Und hier können wir natürlich noch ein bisschen schauen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in Rüstung kommen. Alter, Konstitution 55. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Abenteurer. Zeigt hier alle Teleporter auf der Karte an. Das lohnt wohl nicht, weil die findet man sowieso. Extra Hitpoints, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ausdauer, erhöht dauerhaft deine Ausdauer. Auch nicht schlecht. Könnten wir auch jetzt schon lernen, wenn wir ein Level Up haben. Das wäre doch zum Beispiel auch schon wieder eine Sache, die sinnig ist. Aber gut, bevor ich jetzt da so tief drin austobe, gehen wir jetzt erstmal auf eure Kommentare ein. Lass mich immer schauen. So, handeln wir ganz schnell ab, weil es war eine Menge, aber ich gehe es trotzdem eben fix durch. Wir hatten einmal das Thema der Krypta oder Ruine ganz am Anfang, wo ich reingehen sollte. Jetzt Anfang kann man es nicht mehr nennen. Ist doch mal gut, bleib mal entspannt. Aber wir gehen da jetzt trotzdem hin. Die Krypta befindet sich wohl irgendwo in dem Bereich, wo ich das Essen für die Leute mit dem Weltenherz organisieren sollte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die Dudes mit dem Weltenherz, die chillten hier unten rum. Wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dieses Krypta-Gebäude ist... Vielleicht ist es das da. Ich weiß halt auch nicht, ob das ein Gebäude ist oder einfach nur eine alte Ruine oder sowas. Ich nehme jetzt mal so grob an, dass dieser Bereich gemeint ist. Ich check jetzt nochmal, was Chris geschrieben hat. Die Krypta ist Nähe großer Aufzug, in der Nähe vom Jäger und vom Weltenherz. Okay. Der große Aufzug, weiß ich gar nicht, wo der ist. Der ist doch hier. Okay, das ist ja mega weit weg. Okay, ich hätte das jetzt so irgendwie hier verortet. Weil der Jäger ist ja da. Oder? Das war ja der Jäger. Das waren die zwei Jäger-Dullis. Das Weltenherz, wo ich das Essen bringen muss, ist hier. Aber der große Aufzug ist ja da. Das wäre ja das ganze Gebiet jetzt. Ach, jetzt bin ich wieder verloren. Ich bin wieder lost. Ich hatte Hoffnung, dass das einfach hier ist. Aber in der Nähe soll auch wohl ein Teleporter sein. Wir gucken einfach mal. Ich wäre jetzt in diese Richtung hier gestrunzelt. Aber das wird schon gehen. Das war das eine Thema. Was hatten wir noch? Dann hatten wir das Thema mit der Waffe beim Mech. Ihr erinnert euch vielleicht noch ganz am Anfang. Letzte Woche hatte ich ja diese Waffe organisiert. Da hätte man auch entspannt hinschleichen können. Also man hätte sich von dem Mech nicht so lustig verfolgen lassen müssen. Man hätte auch einfach hinschleichen können. Ja gut, steckst du nicht drin, ne? Ich habe eher den Chaosweg gewählt. Aber wollte ich euch nicht verheimlichen, dass man das auch hätte ruhig und in Ruhe machen können. Dann eine wichtige Sache. Der Tod von dem Typen. Ihr erinnert euch noch, wir hatten ja die, wie heißen sie denn? Die Separatisten gefunden. Und ich bin ja eigentlich sehr pro der Separatisten gewesen, weil ich fand die eigentlich ganz sympathisch und hätte die gerne am Leben gelassen. Dann habe ich aber dem einen Typen ja Bericht erstattet und wollte ihm nicht die Wahrheit sagen, beziehungsweise meinte ja, ich sag dir nicht, wo die Separatisten sind. Dann hat er uns ja auf die Muffe gehauen und ich habe den umgebracht. Und dann kam die Einblendung vom Spiel, dass der Tod dieses Charakters jetzt die Geschichte verändert hat. Und ich muss gestehen, ich habe das so interpretiert von wegen, oh Junge, also du kannst jetzt so weiterspielen, aber lad mal lieber neu. Das war jetzt vielleicht ein Tod, den willst du nicht lieber haben, weil jetzt hast du die Story komplett verändert. Also ich habe das so aufgefasst, als würde das Game mir jetzt sagen wollen, Junge, weiß ich nicht, Digga, lad mal lieber nochmal neu. Wenn ich das jetzt aber richtig in euren Kommentaren verstanden habe, ist das nicht richtig, sondern es ist durchaus, je nachdem wie ich mich entscheide, passiert es halt, dass diese Meldung kommt, die mir dann sagt, ja, der Tod, der verändert jetzt die Geschichte. Aber das muss nichts Schlimmes sein.
Also hätte ich den Typen jetzt auch einfach tot lassen können und wir hätten so weiterspielen können, weil dann hätte ich das tatsächlich auch so getan. Mir hat echt dieser Kasten ein bisschen Sorge bereitet, dass ich dachte, das lassen wir mal lieber. Was haben wir noch? Okay, dann hatten wir das Thema Sockeln lernen. Das lohnt sich aktuell noch nicht, weil wir das eh noch nicht können. Schusswaffen brauchen wir nicht. Generell bei Fernkampf wart ihr euch jetzt alle einig, Fernkampf lohnt sich nicht. Da holen wir uns nachher einen Begleiter mit, der das kann. Und wir arbeiten einfach viel mit Granaten. Thema erledigt. Dann kam von Peter noch ein guter Hinweis. Und zwar, ich habe ja die Waffen ein bisschen verglichen. Hier zum Beispiel das Hornschwert. Und da sehen wir halt den Schaden, den das Ding raushaut. Aber irgendwo scheint wohl auch der Schaden auf die Zeit zu stehen. Einhandwaffe, Schaden 30, Nahkampfwaffe plus 10. Wo sehe ich denn den Schaden über Zeit? Weil das natürlich noch, wenn ich mit dem normalen Hornschwert schneller zuschlage als mit einer Axt, dann ist natürlich klar, die Axt macht zwar 30 Schaden, das Hornschwert vielleicht nur 28, aber wenn ich in der gleichen Zeit zweimal zuschlagen kann, wo ich mit der Axt nur einmal zuschlage, dann ist natürlich klar, dass das Hornschwert dann insgesamt doch mehr Schaden macht. Normalerweise wird dieser Geschwindigkeitswert ja mit eingerechnet in den Schaden, damit man es einfach vergleichen kann. Ich sehe jetzt hier auch aktuell gerade nicht den Wert, wo irgendwie Geschwindigkeiten stehen würden. Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu doof. Das kann sein. Ich sehe ihn jetzt aber tatsächlich nicht. Schaden pro Zeit beachten, siehe Beil und Hornschwert. Gut, ich versuche da mal drauf zu achten. Ich sehe den Wert jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich, es ist ja wieder so ein bisschen UI-Gedönse. Wahrscheinlich finde ich den dann, wenn ich auf Invent... Nee. Keine Ahnung, wo ist der denn? Wenn ich jetzt auf meine Ausrüstung gehe und wechsle jetzt mal hier... Ich nehme die Klamotten, Waffen werden hier ausgerüstet. Nee, steht hier nirgendwo. Na gut. Wie ignorieren wir das mal weg? Vielleicht wird mir das noch klar, wo dieser Wert steht. Was hatten wir noch? Ja gut, Christi Krypta ist Nähe großer Aufzug, in der Nähe vom Jäger und vom Weltenherz. Das Weltenherz für das, wo du Essen sammeln musst. Da ist auch ein Teleporter in der Nähe, alles klar. Ja, dann richtig witzig. Letzter Punkt schon. Dann haben wir es auch. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den kaputten Reaktor, durch den wir da durchgelatscht sind, diesen Konverter. Da war ja die Tür, die ich nicht öffnen konnte. Da gab es wunderbar eine Einblendung Y, dass man hacken kann. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Also wir können mit Y hacken und dann hätten wir versuchen können, da mal uns rein zu hacken. So, okay, das war das. Damit sind wir mit den Kommentaren soweit durch. Dann gab es noch weitere Infos, wie wir jetzt weiter leveln. Also, ich fasse das mal kurz zusammen. Wir brauchen keine Schusswaffe. Wir brauchen auch nicht auf Bogen leveln. Es ist nicht verkehrt, einen Bogen dabei zu haben, aber wir brauchen den nicht leveln. Dann ist es wohl am Anfang sinnig, alle Werte erstmal auf 30 zu bringen. Danach wird das ja teurer. Deswegen lohnt es sich, die ganzen Base-Stats erstmal auf 30 zu kriegen. Und ab dann können wir uns auf unseren Damage-Output konzentrieren. Ich für mich persönlich habe gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal Schlösser knacken lernen. Das ist nicht verkehrt. Könnte man auch mit einem Amulett machen, aber das kannst du auch so jederzeit gebrauchen. Für Fernkampf reichen Granaten, hatten wir durch. Und dann habe ich noch von Meinungen TV viel auf Aufladen, damit man auch ein bisschen was aushalten kann. Ich weiß nicht, ob Aufladen wirklich Aufladen heißen sollte. Das könnte auch autocorrect sein, weil ich kann mir unter Aufladen irgendwie nichts vorstellen. Aber vielleicht ist das ja ein Skill. Und dann Äxte brauchen Konstitution und Stärke. Also das wird nachher das sein, worauf wir gehen werden. Primär Stärke und Konstitution. So, damit haben wir den ganzen Intro-Geplärre durch. Jetzt schauen wir mal eben kurz in unseren Adjutor hier und gucken uns jetzt mal die Fähigkeiten an, die für uns noch interessant sein könnten, wo wir jetzt mal noch drauf hinarbeiten könnten. Und zwar gehen wir mal bei Überleben. Die ganzen Resistenzen ist ja die Frage, da brauchen wir jedes Mal einen Punkt. Aktuell noch ein bisschen schwierig. Tiertrophäen brauchen wir mehr Intelligenz. Guter Esser. Zum Beispiel Thema guter Esser, habe ich im Internet gelesen, lohnt sich überhaupt nicht, soll man nicht machen, Essen findet man genug. Da sieht man, wie krass unterschiedlich die Meinungen sind. Ich habe nämlich gerade eben auch noch mal ein bisschen gelesen wegen Äxten und so und dann wurde auf mehreren Seiten, so, also auch Spieletipps.de und sowas, haben da mehrere Leute reingeschrieben, guter Esser, das ist so ein Skill, den könnt ihr euch komplett schenken. Es gibt so viel Essen, lohnt sich gar nicht, ne? Wo Chris meint, ah, da lohnt sich, musst du machen. Also es gibt, wie gesagt, es gibt nie den einen richtigen Weg, ist nun mal einfach so. Da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen. Hier, das Ding brauchen wir wirklich nicht. Zeigt dir alle Teleporter auf der Karte. Wenn man nachher mal einen Punkt über hat, keine Ahnung, vielleicht. Aber ich werde, glaube ich, nicht auf 40 Intelligenz gehen. Sechster Sinn zeigt dir Feinde auf der Minimap an. Das könnte ganz nett sein, aber Gerissenheit 60 werden wir wahrscheinlich als Outlaw auch nicht erreichen. Hier, Ausdauer. War das das, was er meinte? Viel auf Aufladen. Vielleicht ist Aufladen auch Ausdauer. Erhöht dauerhaft deine Ausdauer. Das können wir beim Überlebenslehrer lernen. Das wäre schon mal ganz nice. Könnten wir eigentlich schon mal machen. Dann haben wir Handwerk, Schlösser knacken. Da bräuchten wir Intelligenz 30 und Geschicklichkeit 35. Schlossexperte, oh je. Klauen. Geschicklichkeit und Gerissenheit.
Man klaut nur zweimal. Waffe aufrüsten. Kommt später. Schmieden, Sockeln brauchen wir erstmal nicht. Hacken hier, guck mal. Da brauchen wir Gerissenheit 15. Das sollten wir sowieso lernen. Hacken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Mindestens die erste Runde. Bergbau. Können wir jetzt schon lernen. Erhöht deinen Ertrag beim Abbau von Mineralien mit jeder Stufe. Sehr wichtig. Können wir so schon machen. Dann, was haben wir denn hier? Gib dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Müssen wir aber erst wieder Gerissenheit lernen. Erfahrener Jäger. Du bekommst mehr Erfahrung für getötete Feinde. Da habe ich auch gelesen, soll sich wohl nicht lohnen, weil es marginal ist. Bücherwurm. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrung. Das zum Beispiel klingt für mich super gut, aber brauchen wir Intelligenz 50, werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Praktika. Auch wieder Intelligenz 50. Alter. Gerissenheit Intelligenz 20. Hier Feilscher. Händler geben dir einen Rabatt. Kampftheorie. Erhöht deinen Kampfwert. Intelligenz 40 wieder. Überlebenstheorie. Erhöht deinen Überlebenswert auch 40. Ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen durchgehen. Ne? Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Das zum Beispiel klingt für mich wieder gut. Advokat. Zahle weniger für deine Verbrechen. Das könnten wir brauchen. Tierfreund. Schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Gerissenheit 50. Attribut. Es gibt dir einen zusätzlichen Attributspunkt mit jedem Levelaufstieg. Wow. Das klingt übel. Sofern deine Kälte zwischen 0 und 20 liegt, bekommst du einen Bonus auf Magie. Okay, was haben wir noch? Berserk. Achso, jetzt geht das hier auf... Ah, guck mal, jetzt geht das hier auf die einzelnen... Ah, jetzt haben wir hier für die einzelnen... Gruppierungen, denen wir uns anschließen können. Outlaw. Schaltet Gildenlehrer frei. Auseinanderschrauben. Munition herstellen. Stim-Tierfreund. Erlaubt dir den... Stim-Tierfreund herzustellen. Okay. Also ihr seht, ein paar Sachen braucht man auch nachher gar nicht, weil man die sich über Stims organisieren kann, kurzweilig. Gut, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, lass uns mal in die Attribute schauen. Also, ich würde vorschlagen, Konstitution auf jeden Fall auf 35. Ich gehe dann mal los. Mach mal eben. So, ich gucke jetzt nochmal wieder in meine Liste, was wir da hatten. Wir müssen eigentlich auf jeden Fall nochmal 10 Punkte in Geschicklichkeit reinmeddeln. Mindestens. 25 Geschicklichkeit, 15 Intelligenz. Da können wir nämlich jetzt lernen. Waffe ausrüsten wurde mir gesagt, lohnt sich noch nicht, genauso wie Fernkampf. Das können wir dann weglassen. Die hatte ich halt beide auf meiner Liste drauf. Aber wenn ihr sagt, brauchen wir nicht, lassen wir die. 10 Intelligenz für Sockel einsetzen. Brauchen wir dann auch erstmal noch nicht. Tiertrophäen 2 lohnt auch nicht. Extra Hitpoints, das würde euch wahrscheinlich abholen. Da brauchen wir 35 Intelligenz und 30 Geschicklichkeit. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal. Also Intelligenz haue ich jetzt auch nochmal 10 rein. Geschicklichkeit brauchen wir 30, 35 Intelligenz. Für Tiertrophäen 2 und extra Hitpoints. Überleben. Da brauchen wir 30 Konstitution. Guck mal, das ist vielleicht sogar geiler. Haben wir sogar schon. Extra Hitpoints könnten wir dann wahrscheinlich sogar gleich leveln. Ich hau jetzt mal noch 10 in Intelligenz rein. Komm. Dann haben wir die auch auf 25. Jetzt haben wir noch 2 über. Ja, da können wir die ersten in Gerissenheit noch reinmeddeln. Vielleicht, wobei... Na komm, machen wir mal. So, ich mache jetzt erstmal so. Okay. Dann könnten wir, wir haben jetzt noch 2 Punkte, haben wir glaube ich offen, ne? 2 Lernpunkte. Dann würde ich jetzt lernen wollen. Der Jetpack-Angriff, was brauchen wir denn hier? Guck mal, Intelligenz auch auf 30. Da müssen wir relativ schnell natürlich hin. Wuchtschlag wäre auch wichtig, brauchen wir aber auch erst noch Gerissenheit 30. Da sind wir noch nicht. Angriffsstärke können wir auch noch nicht verbessern. Nahkampfwaffe sind wir auch noch von entfernt. Oh, hier die Killerdinger, okay. Überleben. Rüstung können wir noch nicht. Tiertrophäen können wir noch nicht. Ich würde gerne einmal Ausdauer lernen. Das machen wir bei einem Überlebenslehrer. So, es geht voran, Leute. Die erste Folge ist heute ein bisschen Micromanagement. Tut mir auch ein bisschen leid, aber nützt ja nichts, ne? Überlebenslehrer, gehen wir mal dahin. Auf geht's. Diese Richtung. Dann lernen wir gleich noch das andere hier, die... Was war das? Extra Hitpoints. Ist auch beim Überlebenslehrer. Und dann sind wir erstmal durch. Und dann starten wir nächste Runde wieder munter. Weil ich glaube, das machen wir jetzt noch. Und dann können wir vielleicht den nächsten Quest angehen. Ja, Ziel ist dann, wir versuchen jetzt mal diese Krypta zu finden. Ich bin gespannt, ob die Richtung grob stimmt. Wir können da ja mal rumlaufen, wenn da irgendwo... Jo, musst du mal wieder los, ne? Wenn da irgendwo ein Teleporter in der Nähe ist, wird es schon passen. Und danach machen wir uns auf in Richtung Kuppelstadt. Generell war auch ein Tipp, den ich halt gelesen habe, ist, dass man am besten am Anfang wirklich die großen Städte besucht.
und Kämpfe, so gut es geht, vermeidet, weil die nur nerven und man am Ende besser kämpft. Das haben jetzt echt viele gesagt. Mal schauen, wahrscheinlich ist das wirklich das Beste, was du machen kannst. Am Anfang erstmal die ganzen Laufquests machen und später, wenn du stärker geworden bist, dann gibt's auch eine Muffe, ne? So, bring mir mal was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ja, ich möchte gerne lernen. Wo war's? Einmal extra Hitpoints. Nee, das war's nicht. Ausdauer wollte ich lernen. Ja. Und was ist sonst noch? Hab ich schon wieder vergessen. Guter Esser. Extra Hitpoints, genau. Was wollte ich denn noch lernen? Ich wollte doch noch irgendwas lernen. Warte, das da. Das haben wir ja schon. Dankeschön. Wir schauen nochmal in unseren... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Das weiß ich ja nicht. So, da geht's erstmal noch nicht weiter. Was wollte ich denn noch lernen? Irgendwas wollte ich noch lernen. Irgendwas hatte ich mir doch gerade noch ausgesucht. Bin ich jetzt doof? Ja, ich bin ein bisschen doof. Bin ein bisschen zerstreut. Erste Folge, ne? Bin ich mal aufgeregt. Bergbau lohnt sich, glaube ich, noch nicht, oder? Schlösser knacken. Können wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Intelligenz einsammeln. Klauen? Geht auch noch nicht. Man klaut nur zweimal. Waffe aufrüsten ermöglicht dir an einer Werkbank Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Das lohnt sich jetzt wirklich noch nicht? Aber bei mir wäre das halt echt schon auf Stufe 7 schon gekommen. Ach, lass einfach mal machen. Was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns, oder? Ich glaube doch, das kann nicht verkehrt sein. Also das Aufrüsten, ja. Da Sockel reinmachen, okay, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber eine Waffe zu verbessern... Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das auch zeitig brauchen kann. Oder wir heben den Punkt auf. Ach komm, wir heben den Punkt erstmal auf, was soll's. Du, man muss sich ja nicht sofort entscheiden. So. Jetzt brauchen wir noch wieder einen Helm, der fehlt mir nämlich noch. Den habe ich die ganze Zeit kaufen wollen und die ganze Zeit vergessen. Den holen wir uns jetzt eben noch, wenn ich rausfinde, wo der Rüstungsmann ist. Und dann brechen wir auf. So. Ich kann mich auch beruhigen, die nächsten Folgen starten nicht immer mit so viel Micromanagement, aber... Das ist jetzt einmal nochmal notwendig gewesen. Und ich finde, das haben wir doch ganz solide geregelt, oder was? Ne? So. Guten Tag, hallo. Moin. So. Dann gucken wir mal hier. Lieber Rüstungsschmied, gib mir bitte einen Helm. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Zeig mal, was du kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, nicht so schnell. So, pass auf. Rüstung hätte ich gerne. Und zwar den Jägerhelm. Jäger! Bringt zwar nur 3 Rüstungen, aber hey, was soll's. Was wir haben, haben wir. Ja. So. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, was soll ich denn machen? Ich brauche die halt. So, eben den Jägerhelm noch aufgesetzt. Haben wir, haben wir, haben wir. Ring der Härte, Nacken, Amulett des Abenteuers. Das sieht ja mal richtig dumm aus. Aber ey, ist besser als unsere, ne? Unsere Rumsmumme. So kriegt er wenigstens keinen Sonnenbrand auf der Glatze, ne? Gut, Leute, läuft. Jetzt schauen wir uns mal weiter an. Zu Unrecht verbannt, Überzeugungsarbeit. Alrik sagt, dass Cormac Cutters Verbannung nicht ohne guten Grund rückgängig machen wird. Es müsste schon etwas passieren, damit Zweifel an ihrer Schuld aufkommen. Dazu muss die Diebesserie von einst fortgeführt werden, um den wahren Täter zu belasten. Um die Truhen zu öffnen, übergab mir Alrik seinen Schlüsselbund. Er ist sich sicher, dass ein paar Schlüssel davon passen werden. Das machen wir jetzt als erstes. Wir waren ja gerade dabei, die gute Cutter wieder zurückzubringen. So, dann fangen wir mal an. Hier ist die erste Bornstruhe. Ach, guck mal, das waren auch noch Truhen für die Quest. Dann machen wir uns mal dran. Es ist ja tagsüber. Das heißt, die sind gerade alle am Arbeiten. Ich denke, das wird sogar tagsüber vielleicht cleverer sein. Ansonsten legen wir uns gleich kurz hin und pennen. Und dann kehren wir des Nächtens wieder. Na komm schon. Okay, jetzt will ich ja nicht so gut. Bei Borns Truhe waren wir sogar schon mal. Erinnert euch vielleicht noch. So, mal gucken, ob da jetzt gerade jemand zu Hause ist oder nicht. Quicksafen. Schleichst du etwa? Nö, nö, nö. Nicht, dass ich wüsste. Wer sieht das denn? Ey, oder was? Bist du Born? Du bist doch nur ein Setzer. Oh, der Hahn kräht. Ja, alles gut. Moin. Bleiben Sie entspannt. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.